Hallo, heute gibt es wieder eine Ausspracheübung. Und zwar gibt es eine Ausspracheübung zu Abkürzungen. Ich habe hier 9 verschiedene, sehr internationale Abkürzungen und ich möchte euch zeigen, wie man die auf Deutsch richtig ausspricht. Mal sehen, was haben wir da? Zuerst einmal die Frage, wie spricht man diese Abkürzungen auf Deutsch aus? Siehst du, ich habe hier 9 unterschiedliche Abkürzungen, die es auf der ganzen Welt gibt. Zuerst einmal diese hier. Das hier ist die Abkürzung von einer deutschen Automarke. Kennst du diese Automarke? Wie spricht man das auf Deutsch aus? VW. VW. Welche Automarke ist das? Weißt du das vielleicht? Ich schreibe es auf Deutsch, ja? Und zwar ist das Volkswagen. Volkswagen. Eine Automarke aus Deutschland. So, das nächste. Dieses Land hier. Wie sprechen wir das auf Deutsch aus? USA. USA. Das nächste. Was denkst du? DVD. DVD. Jetzt haben wir hier CD. CD. Das nächste. MP3. MP3. MP4. MP4. USB, zum Beispiel ein USB-Stick. Auf Deutsch gibt es dieses Wort hier. USB-Stick. Und das hier, was ist das? Auf Englisch heißt es European Union. Auf Deutsch sagen wir Europäische Union. Und hier die Abkürzung ist EU. EU. Also die EU ist die Europäische Union. Perfekt. 9 sehr internationale Abkürzungen heute auf Deutsch gelernt. Herzlichen Glückwunsch. Mit diesen Abkürzungen klingst du sehr, sehr souverän und dein Deutsch klingt einfach sehr gut. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Tschüss.